Im Mai 2022 empfangen die Thuringia Bulls die europäische Elite zum Champions Cup-Finale in Erfurt. Das erste Spitzentreffen dieser Art in Thüringen. Der internationale Verband würdigt damit den rasanten Aufstieg der Mannschaft zum Weltklasse-Team und ihr faires Auftreten. Seit 2016 hat der Verein fünfmal die deutsche Meisterschaft gewonnen und triumphierte zweimal im europäischen Champions Cup. Zwei Tage vor Anwurf werden die Fahrbahnen verlegt für die Rollstuhlbasketballer. Kommen 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer nach ihrer Arbeit in die Erfurter Riedsporthalle. Die Fußballer von Empor Waldschleben, die Fußgänger der Basketballlöwen Erfurt und die Freiwilligen der Thuringia Bulls. Fast 4 Stunden brauchen sie, um alles auf- und auszurichten. Millimetergenau. Kein Auftritt der Thuringia Bulls ohne Botschaft. Ein Plakat soll jeden Besucher persönlich ansprechen, wie wichtig er ist. Wir haben 3 Tage Rollstuhlbasketball vom Allerfeinsten, von morgens bis abends. Jedes Spiel ist entscheidend und da brauchen wir natürlich jede Unterstützung, dass wir möglichst weit kommen und am Ende des Tages vielleicht sogar die Möglichkeit haben, im Finale zu stehen. Seit 2008 sind die Thuringia Bulls im Fit-In in Elxleben sportlich zu Hause. Hier trainieren sie, bestreiten ihre Heimspiele in der Bundesliga, schwören sich ein auf Begegnungen mit der internationalen Konkurrenz. Auftaktgegner im Champions Cup wird das französische Spitzenteam aus Mo sein. Cheftrainer Michael Engel benennt wie immer Stärken und Schwächen des Kontrahenten. Aber die Vorteile seiner Mannschaft hebt er besonders hervor. Stärkt sie mental, appelliert an ihre Spielfreude. Nicht umsonst gilt er als gute Laune-Trainer. See you in the gym, 5 p.m. For the pregame. Let's go! Im selben Gebäude sitzt auch der Verein Reha Sportbildung. Justus Heinrich kommt 2008 hierher zum Rollstuhlbasketball. Der Schmächtige kämpft sich bis in die zweite Mannschaft, bekommt vor allem beruflich eine Chance. Als er sein Abitur abbricht, kann er eine Lehre absolvieren zum Bürokaufmann. Als ich dann hier anfangen durfte, das war für mich persönlich halt ein großer Schritt nach vorn, weil ich mental dann schon auch zu kämpfen hatte, gerade nach dem Abbruch des Abis. Es ist wie eine große Familie. Jeder hilft jeden. Du kannst jeden nach Rat fragen, egal ob es um Sport, persönlichen Rat oder Arbeit geht. Jeder steht für jeden ein und ich denke, das ist auch genau die besondere Atmosphäre. Für das Champions Cup-Finale ziehen die Thuringia Bulls extra um. In Erfurts größter Sporthalle können 1500 Zuschauer dabei sein. Zu Hause in Elxleben nur 400. Alle sind gespannt. Die treuen Fans hauen schon 2 Stunden vor Spielbeginn mächtig auf die Pauke. Die Mannschaft selbst wirkt nicht nervös, nur konzentriert. Dass sie Favorit auf den Sieg ist, auch weil sie zu Hause spielen kann, belastet sie nicht. Erst recht nicht den Gute-Laune-Trainer. Also ich gehe immer all in. Ein besonderes Wochenende wird es für Justus Heinrich und Max Dietrich. Seit 2019 kommentieren die beiden Rollstuhlfahrer die Spiele der Bulls im Internet. Aber jetzt zum ersten Mal das europäische Champions Cup-Finale ihres Vereins. Es ist natürlich eine wahnsinnige Auszeichnung, auch für uns, dass wir die Haus- und Hofkommentatoren von so einem Club sind und dann als Stimme der Bulls immer bezeichnet zu werden, ist natürlich eine wahnsinnige Ehre. Und es hilft uns auch extrem weiter und bedeutet uns extrem viel. Ich bin einfach unglaublich stolz, diese Position ausüben zu können. Mir macht das extrem viel Spaß und ich bin einfach nur glücklich. Die Vorfreude ist riesig. Seit 3 Wochen hat die Mannschaft nur trainiert, nicht gespielt.
Für solch einen Wiederbeginn ist Mo genau der richtige Gegner. Ernstzunehmend, aber nicht angsteinflößend. Gut zu beherrschen, wenn sich die Mannschaft an die Taktik hält. Die Thuringia Bulls beginnen wie immer. Schnell, konzentriert, mit sehr viel Druck. Gleich die ersten Würfe treffen. Die Mannschaft rollt wie gewollt. Zu schnell für die Franzosen, sie werden regelrecht überfahren. Max und Justus können schwelgen. Mit dem schnellen Passspiel kommen die Gäste nicht mit, können die Angriffe der Bullen kaum stören. Die werfen aus allen Lagen. Und wenn Hänfling Dylan Fischbach unbedrängt seine Dreier versenken kann, ist die Freude besonders groß. Zur Pause führen die Thuringia Bulls mit 46 zu 28. Und lassen auch in der zweiten Hälfte nicht nach. Mit dem klaren Vorsprung am Rad lässt Michael Engel alle aus der Mannschaft spielen. Kapitän André Bienig muss nicht groß dirigieren. Jens Albrecht, sonst ein Abwehrer, rollt diesmal zum erfolgreichsten Angreifer, erzielt 19 Punkte. Alle fahren sich in gute Wurfpositionen und treffen. Bubert Hager, so oft wie selten, macht 14 Punkte. Wenig gefordert gewinnen die Bullen mit 97 zu 54, erreichen kraftsparend das Halbfinale und haben, wie ihre Unterstützer auf den Rängen, sehr viel Spaß dabei. Wir haben uns heute ganz gut präsentiert, würde ich sagen. Es gibt immer noch ein bisschen Luft nach oben. Wir müssen uns jetzt auf morgen konzentrieren. Da helfen uns die Ergebnisse von heute jetzt auch relativ wenig. Und wir gehen jetzt nach Hause und morgen ist das nächste Spiel. Wir wollen es cool machen. Ja? Also es soll cool sein, zum Rollstuhlbasketball zu gehen. Wir sind schon zum zweiten Mal in der Riedsporthalle gewesen, alleine als Event. Und dass wir das geschafft haben, in einer Region, wo Basketball eigentlich gar keine richtig tiefen Wurzeln hat, keine richtig tiefe Tradition, und wir ja selber auch erst 2008 hier angefangen haben, so ein bisschen durch die Gegend zu rollern in der Regionalliga, das finde ich wirklich bemerkenswert. André Binet kommt 2014 zur Mannschaft, fühlt sich sofort wohl. Seitdem er mit Marie zusammen ist, will er sowieso nicht mehr weg aus Erfurt. 2020 haben die beiden geheiratet. André sagt ihm schon, was ihm nicht passt oder was er auch nicht möchte, an Hilfe zum Beispiel. Und das habe ich von Anfang an akzeptiert oder auch nicht weiter hinterfragt. Und deshalb ist das genauso normal wie alles andere auch im Leben. Das ist nichts Besonderes. Das ist einfach, zwei Menschen haben sich gefunden, die sich lieben und die haben geheiratet. Mehr ist es gar nicht. Und nicht, oh, der Rollstuhlfahrer hat eine nicht behinderte Frau. So ist es auch ganz normal, dass sie beide ein Kind wollten. Matteo kommt 2021 auf die Welt und wird es später auch ganz normal finden, dass sich sein Vater auf Rädern durch die Welt bewegt. Wenn Nichtbehinderte einen Rollstuhl sehen, sagen sie, ich kann nicht laufen. Wenn ich einen Rollstuhl sehe, dann sehe ich ein Symbol für, ich kann etwas, ich kann mich bewegen, ich kann aktiv an der Gesellschaft teilnehmen. Also für mich ist es etwas Positives. Um das bessere Miteinander von Menschen mit Handicap und ohne, bemüht sich André auch beruflich, leitet das Projekt Schooltour, hat seit 2015 mehr als 100 Schulen besucht. Halte nur nicht die ganze Zeit krampfhaft fest, um die Leute irgendwie festzuhalten, sondern die sollen ja auf zwei Rädern fahren. Ihr werdet schon merken, wenn sie das Gleichgewicht verlieren, weil dann machen sie mal und fallen hin nach hinten um. Ja? Wenn irgendeiner quiekt oder so, werdet ihr wissen, aha, der fällt jetzt nach hinten um. Ich möchte meinen ganz, ganz kleinen Teil dazu beitragen, die Inklusion ein bisschen voranzubringen. Und ich tausche mich sehr, sehr gerne auch mit jungen Menschen, mit Kindern aus, um Vorurteile erst gar nicht aufkommen zu lassen. Und ich beantworte unglaublich gerne Fragen von Kindern, die halt wissen wollen, wie ich meinen Alltag bestreite, wie ich Dinge tue. Und ein ganz klein bisschen Einblick in meine Welt den Kindern zu geben, ist total schön für mich. Es ist halt langfristig angelegt, dass ich sage, vielleicht kann
kann ich Menschen in jungen Jahren davon überzeugen, dass das Rollstuhlfahrer auch ganz normale Menschen sind. Und wenn sie in 10 Jahren vielleicht ein bisschen anderes Denken haben, dann habe ich eigentlich gewonnen. André Biene kommt 1986 mit einem sogenannten offenen Rücken auf die Welt. Seine Wirbelsäule ist verkrümmt, aber nicht sein Geist. Wille und Ehrgeiz treiben ihn, wie alle Menschen, die ihr Leben selbst gestalten wollen und etwas erreichen. Jetzt das Finale im Spiel gegen einen der Turnierfavoriten, Amir Albacete. Dieses Halbfinale wird besonders schwer. Nach dem leichten Auftaktsieg träumen viele schon vom großen Sieg. Aber dafür muss die Engel-Truppe erstmal richtig ran. Hart arbeiten für jeden Korb. Die Bullen beginnen besser als ihr Gegner, führen mit 11:4. Doch der spanische Meister verteidigt gut, verhindert das schnelle Umschaltspiel der Bullen und kombiniert seine eigenen Angriffe ruhig zu Ende. Die Einheimischen versuchen es mit den weiten 3-Punkte-Würfen, aber treffen seltener als sonst. So kommt Albacete heran, gleicht aus, 20:20 nach dem ersten Viertel, führt 37:35 nach dem zweiten und 61:53 im letzten Viertel. Ein zäher Kampf, der die Thuringia Bulls mental stresst, wie lange nicht. Der beschwörende Appell hilft. Das Team spielt standhaft weiter sein System, wagt die schweren Würfe aus der Distanz, kämpft sich wieder heran. André Biene gleicht aus, 61:61. Ruiz Jordan erhöht sogar, 63:61. Die Bullen haben den Kampf mit dem zehnten Gegner angenommen, ringen um jeden Ball, führen 1,5 Minuten vor Schluss, 66:63. Aber auch die Spanier lassen nicht locker, halten dagegen, sind nicht abzuschütteln, wirken sogar ruhiger, werden nicht hektisch, kurz vor Schluss. Nichts ist entschieden. Eine Minute ist lang im Basketball. Solch knappe Spiele haben die Thuringia Bulls schon gewonnen. Auch heute scheint es so. Wahid Gulamazad wirft sie wieder nach vorn. 68:67. Doch nur kurz. 68:69. Das psychologische Hoch von Albacete will Michael Engel sofort brechen. Letzter Angriff für die Bullen, letzte Chance zu gewinnen. Nein! Doch, ein allerletzter Versuch noch. ...68:70 verlieren die Thuringia Bulls, verpassen das große Finale, vergeben die seltene Chance, den Champions Cup in der Heimat zu gewinnen. Wir haben 7 von 23 von der 3-Punkte-Linie getroffen. Man muss auch einmal ganz klar sagen, dass wir probieren, anders zu spielen als viele andere Mannschaften. Und dass die Mannschaft das, was ich halt von ihnen will, dass sie es auch probiert hat. Ja. Und dann ist es halt so. Nach solchen Niederlagen sind alle leer. Und keiner weiß, wie lang. Aber im Kopf quält die immer selbe Frage: Warum haben wir es nicht geschafft? Marie war die Erste, die mir nach dem Spiel geschrieben hatte, eine relativ lange Nachricht. Das hat sehr, sehr gut getan, nach Hause zu kommen. Mit Matteo habe ich 2 Stunden gespielt. Da habe ich gesehen, das Leben außerhalb von Basketball existiert. Und das ist auch schon schön. Und das gibt mir dann wieder Kraft für den Basketball nachher. Das ist toll.
Franziska Möller und Michael Engel können die Niederlage erstmal nicht vergessen. Müssen sie für die Social-Media-Kanäle nochmal intensiv durchleben. Ich habe halt das Gute von Alex hier genommen, so halt sehen, dass irgendwie schon beide nah an nah sind. Ja. Also das Bild sagt eigentlich genau das aus, was das Spiel heute ausgedrückt hat oder gezeigt hat. Den Thuringia Bulls ist es wichtig, seine Fans und alle Interessierten immer schnell und gut zu informieren. Wir können euch eins versichern. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder. Keine Frage. Am Ende des Tages geht es darum, dass immer mehr Leute den Thuringia Bulls folgen. Und es war nie einfacher für einen Verein wie wir, Menschen zu erreichen aufgrund der Social-Media-Kanäle, weil die kosten nichts. Man muss aber kreativ sein und diese Kreativität, die kann man nicht aus dem Arm schütteln. Das ist wirklich richtig harte Arbeit. In einem Post, der muss ja sitzen, der muss Menschen emotional berühren und da geben wir uns größte Mühe, dass wir da mit der Zeit gehen. Das finde ich, das ist die eigentliche Geschichte der Thuringia Bulls, dass wir es geschafft haben, aus Elksleben heraus wirklich dieses Thuringia Bulls zu leben und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter als Thuringia, deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit. Ja? Das ist so ein bisschen so meine Vision, dass die Thuringia Bulls nämlich mehr sind als nur Rollstuhlbasketballverein. Am Tag danach wütet der Schmerz noch in jedem Gemüt. Natürlich. Doch die Verlierer sollen schon wieder ans Gewinnen denken. Im Spiel der Enttäuschten um Platz 3. Die Motivation dafür gelingt nur mit guter Laune und psychologischem Geschick. Michael Engel versucht es mit dem Symbol des Sieges. Nach großen Erfolgen wird das Netz vom Korb geschnitten. An solch einen Triumph erinnert der Trainer. But I can always understand and totally okay when you feel yesterday I was also sad and disappointing and all this thing, but life goes on. Dafür zeigt er auch ein Glücksfoto von Wahid, der gestern am meisten mit sich haderte. Yeah, this beautiful smile I want to see again from all of you. Wenn wir jetzt ins Finale gekommen wären, hätte ich jetzt keine große Aufgabe gehabt. Da wären alle von alleine heiß gewesen, hochmotiviert und mit einer so. Jetzt haben wir gestern das Spiel verloren. Meine Aufgabe ist jetzt, die Mannschaft bereit zu machen. Ich habe probiert, kreativ zu sein und war auch gestern erlaubt, einfach mal traurig zu sein. Das ist vollkommen in Ordnung, auch jetzt vielleicht heute Morgen vielleicht mal traurig zu sein. Aber wenn wir um 15.30 Uhr spielen, sollte diese Traurigkeit verfliehen und halt auch in eine Lust umgewandelt werden, weil wir wieder Basketball spielen können. Wir müssen ja nicht auf eine Beerdigung gehen. Am Nachmittag ist seine Mannschaft bereit, auch bereits der Gegner. Der ewige Rivale hierzulande. Spiele gegen den RSV Lahndill motivieren jeden in der Halle. Das Prestigeduell müssen die Thüringer unbedingt gewinnen. Als hätte es die Schmach am Vortag nicht gegeben, kombinieren die Bullen wie erhofft und treffen. Die Hessen halten nur anfangs mit. Wahid Golamazad findet den Korb wieder, wirft sich den Frust von der Seele. Diese Spielfreude begeistert auch den eingeladenen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Schnell dominieren die Thuringia Bulls das Spiel, beherrschen ihren Gegner. Erzielen in der ersten Halbzeit doppelt so viele Punkte wie der RSV Lahndill, führen zur Halbzeit 39:20. Die Pause nutzt der Thüringer Behinderten- und Reha-Sportverband. In der gut besuchten Halle kann er eindrucksvoll für seine Arbeit werben. Mit dem hochrangigsten Vertreter des Freistaates sogar. Ministerpräsident Ramelow zeichnet verdienstvolle Unterstützer aus, die sich seit Jahren engagieren für den Sport von Menschen mit Handicap. Ich verneige mich vor dem, was sich Behindertensport nennt, aber in Wirklichkeit Integrationssport ist. Und deswegen sage ich Danke. Danke allen, die heute geehrt worden sind, weil das beweist, dass wir in allen Sportarten unterwegs sind. Thuringia Bulls sind Markenzeichen für eine andere Form der Wahrnehmung. Und dass tatsächlich diese Sportart, die wir jetzt bei den Thuringia Bulls sehen, etwas ist, was eine hohe Faszination für Zuschauer hat. Deswegen sage ich, es macht mir große Freude, einfach zu sehen, dass es damit auch das Menschenbild damit aufgewertet wird, dass jeder, der scheinbar eine Behinderung hat, genauso viel wert ist wie derjenige, der scheinbar keine Behinderung hat.
Mit dem erfreulichen Zwischenresultat zur Halbzeit fällt es Franziska Möller leicht, ihre Social-Media-Botschaften vorzusortieren. Zumal ihr Team in der zweiten Hälfte fortfährt, erfolgreich Bälle zu versenken. Die Freude darüber soll aber nicht zu früh die Oberhand gewinnen, die Mannschaft bis zur letzten Minute konzentriert weiterspielen. So gelingt, was am Tag zuvor wenig gelang. Früh kann sich Lutz Lessmann entspannen. Seine Bullen gewinnen nicht nur, sie beweisen Charakter. Sind nach dem Sturz gestern heute nicht enttäuscht am Boden geblieben, sondern wieder aufgestanden als Team. Haben sich gesteigert zu einem beeindruckenden 75:51 Sieg. Belegen Platz 3 beim europäischen Champions Cup in Erfurt vor den eigenen Fans. Wir geben immer Gas, wir geben immer alles und das haben wir heute wieder gemacht. Egal wie weh es tat, egal wie kaputt wir waren oder wir sind. Und genau das hat den Unterschied gemacht. Wenn wir die traurigen Gesichter heute Morgen gesehen haben, ja. Aber heute alle mit dem Lachen, denke ich mal, auch eine schöne Atmosphäre. Ein würdiger Abschluss ist ja auch wichtig für uns als Ausrichter, dass wir mit einem positiven Gefühl rausgehen. Hey.